den vielleicht dann jetzt. Gott, und das nur, wenn der auf dem Boden liegt. Ein Dauerangriff. Dann kriege ich den so. Das ist der seitliche Eingang, den ich nutzen wollte. Boah, jetzt frage ich mich, was außerhalb los ist. Sind da noch Hoga oder... Sind dann auch da jetzt Ritter unterwegs? Ich will mal nichts sagen, aber das ist jetzt echt das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Altbekannte Gegner. Verloren über die Distanz. Okay, alles klar. Wollen wir doch mal versuchen, ob wir auch mit dem Stab... Wow. Also gegen manche ist Blitzschaden ziemlich effektiv. Gegen manche natürlich dann nicht so. Aber da können wir durchaus den Fluch benutzen, denn... Die Gegner kennen wir ja jetzt wieder. Fluch. Schönerweise... sehr gut zu bändigen. Da unten. Oh, was sind das? Das ist ja... Gegnerausstattung ist ja hier... hier mau. Auch wenn das ein stärkerer Bogenschütze ist. Und selbst wenn der stark... Ich weiß ja nur bis jetzt in einer Schwierigkeitsstufe. Oh, jetzt wäre ich durch gewesen und hätte sogar noch Ausdauer übrig. Sieht durchaus, wie man hier sagen kann, man spielt noch eine zweite Runde, in der man noch stärker wird. Sag bloß. Na, ja, 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 eine Sekunde. Ah, falsch, ja, so geht das natürlich nicht. Sag mir, dass einer den Schlüssel hatte. Ah. Noch eine kleine versiegelte Wohnung. Sag mir, dass irgendeiner hier den Schlüssel dazu hat. Dämonen zu kämpfen. Bei allem Respekt. Sind die Rogar nicht schon gefährlich genug? Müssen wir wirklich noch eine Gefahr heraufbeschwören? Wo ist er? Die Glave mit dem Lever, mit dem Namen Rogar.
echt assi aus. Das ist enorm schwer. Das haben sie auch in ihrer Animation drin reingepackt, wenn du nicht stark genug bist dafür. Dann fällt dir das Ding aus der Hand. Und wenn es leicht ist, dann macht er da wahrscheinlich Tricks mit, wie ich mit dem Stab. Ich hatte gehofft, jetzt hier... Oh, guck mal, einer an, da ist ein Hebel. Da. Das Tor auf dem Vorhof geht auf. Das hatte ich irgendwie erwartet. Ganzen Waffen wechseln im Moment. Das ist echt ein bisschen verrückt. Hey. Erstichst mich nicht mit einem Dolch. Hier stehen ja überall Kisten rum. Okay, den Geist kriege ich. Das ist kein Problem. Ich habe genug Strange-Schaden drin. Also nicht rein physisch. Ah, jetzt weiß ich, warum das nicht so schnell geht. Klar, ich habe doch nur 50 Stück oder so davon. Oder noch mehr. Ungeduld, Kurzschwert. Okay. Und jetzt. Turmschild, Adlerflügel. Große Name, ey. Und trotzdem ist mein Faustschild immer noch am besten. Bei die Balance 23 gegen 91. Wow, schon heftig. Ein Kurzschwert mit leerem Sockel mit 113 Schaden. Okay. Das gucke ich mir gerne nochmal an. Das gucke ich mir gerne nochmal an. Ungeduld. Ich meine, da ist schon Adias Rune drin. Ja, mit plus physischem Schaden. Und Ungeduld ist noch besser. Janas geliebtem Sohn erfordert zu viel Übung und lohnte sich zu wenig. Moment, jetzt müsste ich nochmal. Kriegsgeschwindigkeit, kritischer Schaden. Energie 170. Das ist natürlich auch. Sich vom Schaden her rentiert, ist eben die Frage. Glatt 113 durchgehauen. Ein Schlag. Pure Kraft. Die 170, die ich da abschlecke. Weil das eben echt draufschlagen kann. Ich grüße dich im Moment der Ewigkeit, Reisender.
eine große Rune, da würde ich aber gerne vorher speichern. Adias Rune. So. 12. Geschicklichkeitsskalierung. Zusätzlich noch. Ich weiß nicht. Also Attributskalierung. So, nehmen wir die auch mal raus. Mal gucken dann, wie es bei den Waffen aussieht. Weil dann ist das die stärkste Waffe. Und wenn ich die dann auswähle mit... Jetzt ist die Frage. 9. 13 auf 41. Da gehe ich lieber auf physischer Widerstand 22. Gebe ich die Adias, Rune 45 da rein. Großen Unterschied macht es nicht mehr, aber dann habe ich es in meiner Rüstung verbaut. Dann habe ich wenigstens die Rune drin. Die 170 Energie sind eben ein bisschen. Aber mit dem Kampfstab ging das ja auch. 141 in den Schwertern. Auch wenn ich da kein... Boah, 103 extra Schaden. Natürlich jetzt noch Ewigkeiten noch trainieren, nur für ein paar Level, bis ich gucken kann, ob ich die Dolche eventuell mit einer gewissen entsprechenden Stärke dann nutzen kann. Jetzt dran mit den großen Rittern. Dann würde ich sagen, dadurch, dass ich ja jetzt. Wie schwer sind die denn? Witzigerweise sind die gar nicht so schwer. Vielleicht habe ich ja Glück. Schade. Aber das Schild brauche ich ja nicht. Genau. Und dann mache ich das jetzt so. Ich fülle einmal meine Tränke auf. Mein Leben. Auch wenn das Ganze jetzt zurückgesetzt wird. Müsste natürlich mich jetzt erstmal... rein. Weil er mich eben gerade gesehen hat, gehe ich raus. Krass, wie nah der am Eingang steht. Das ist echt übel. Jetzt gehe ich ohne Schild, nur mit Waffen, weil ich das Schild ja nicht brauche. Einmal hier durch. Allerdings würde ich da gerne mit eigentlich allen 14 Schrecken durchgehen, aber das spielt ja jetzt eher weniger eine Rolle. Und solange ich mich nicht... Multiplikator, einen hohen, obwohl
hier jetzt gerade nur die stärkeren Gegner zählen, wie es aussieht. 1,6. Was habe ich denn ja gerade von 1,1 gelesen? Kann man beim Rechnen nicht mit oder so? Naja, Multiplikator muss ich ja üben. Natürlich ein bisschen, aber da ich ja jetzt mit dem Multiplikator über 2 komme, glücklicherweise, ich wollte ja. Nee, Moment. Lebensentzug? Gar nicht. Hä? Da. Mana. Und Leben entzog. 1,14 schon. Okay. Also jetzt macht das Spiel sehr viel Spaß. One-Hit erledigen zu können. Wenn ich das dann nachher mit Dolchen erledigen kann. Was ich zwar nicht glaube, aber... Oh. Hey, du. Kein Problem. Ich gebe mir das Leben einfach wieder. So unglaublich. Ich muss ihn noch einmal draufschlagen und er fällt direkt wieder weg. Wo komme ich eigentlich hier hin? Ach so. Natürlich. Nein. 208. Ich habe schon mittlerweile einen 1-2er Multiplikator. 3, 4 sogar. Hä? Zählt ja irgendwie verquer. 1, 2, 6. 1, 2, 8. Doch, zählt relativ richtig. Ah, wir könnten ja mal mit dem Mönch reden. Sagt er noch was? Bitte lasst mich. Es gibt so viel, was ich begreifen muss. Dein Herr und Meister ein Arsch ist vielleicht. Oh, hey, hast mich nicht bemerkt? Nicht schlimm. Wow, das geht so einfach. Immer noch mal, wenn ich auf die drauf trete. Das interessiert die doch gar nicht. Ach so, ich bin ja jetzt unten durchgegangen. Dann. Ja, gut, lass doch mal was liegen. Was interessiert denn die eine kleine Rune? Oh, wo bist du denn? Ah, da bist du. Einmal rumhauen und allen eine verblättern. Ja, total witzig. So. 1,5 ist der Multiplikator. Jetzt ist die Frage, inwieweit sind die in den Katakomben? Hier und da. Das Problem ist halt immer meine Aufgabe. Wird langsam zu lang. Nur eine Trainingssession? Ich weiß nicht. Ist ja jetzt auch nicht so spannend zum Zugucken, wie ich hier mit einem Schlag alles umniete. Oh. Natürlich dann die Frage jetzt, was ich mache. Meine Aufnahme muss auf jeden Fall noch eine Pause bekommen. Sonst geht ja alles aus dem Ruder und meine Festplatte wird dann auch irgendwann zu warm.
Oh Moment, normalerweise müssen ja jetzt hier noch wieder die... Ah, okay, der Bogenschütz ist noch geblieben. Der Geist ist nicht mehr da und die zwei Monster auch nicht. Also waren die nur da, um tatsächlich das Ganze hier zu bewachen. Jetzt ist die Frage... Ort der Buße. Wie kriege ich da die Truhe auf, die da steht? Das wäre mein Anliegen. Zur Rede stellen, wenn er mir seine Schergen auf den Hals setzt, um mich zu töten. Geile Nummer. Naja gut, ich mache jetzt eine Pause. Ich speichere allerdings nicht, weil ich direkt danach weiterspiele. Und dann kommt da eine Trainingssession, weil ich will auf Level 30 kommen, um die Deutsche verwenden zu können. Naja, gut, wir sehen uns in der nächsten Folge beim Training. Ich suche mir dann mal irgendwo die stärksten Gegner, die ich finden kann und mache die andauernd platt. So ist zumindest das Ziel. Oh, natürlich, klar, in die Roga-Welt. Klar, warum nicht? Bei denen ging das auch ganz gut. Vor allem jetzt mit meinen starken Waffen. Da, also, da habe ich doch schon mal einen Plan. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.